Excuse me, is it okay if I jump the queue because my plane is leaving in 15 minutes? Eigentlich wollte ich nächste Woche mit dem Auto zu meiner Freundin nach Schweden fahren. Sie arbeitet dort ein halbes Jahr und ich wollte sie spontan, ohne dass sie es weiß, besuchen kommen. Jetzt bekomme ich von ihr eine Nachricht, dass sie dieses Wochenende frei hat, das allererste Mal, seit sie dort arbeitet. Tja, was mache ich dann? Sofort den nächsten Flieger buchen und rauffliegen, ohne dass sie es weiß. Ich habe keine Ahnung, wie ich vom Flughafen Göteborg dann weiter nach Borås komme. Keine Ahnung, ob das klappt und ob das eine gute Idee ist. Wahrscheinlich werde ich irgendwo stranden. Das kann ja nur ein Abenteuer werden. Mach's gut, Copy! Es ist jetzt 16.45 Uhr, mein Flug geht um 17.25 Uhr. Ich habe noch nicht eingecheckt und ich habe keine Ahnung, ob sich das ausgeht. Ich muss noch durch die Security. Ich hätte die U-Bahn und den Cat nicht verpassen sollen. Die Filmerei ist doch zeitaufwendiger, als ich gedacht habe. Es wird sich alles sehr, sehr, sehr eng ausgehen. Excuse me, is it okay if I jump the queue because my plane is leaving in 15 minutes? Yeah, good. Yeah, thank you very much. Very much for me, mate. Thank you. Hello. Hallo. Hier einchecken. Ich bin und sehr spät dran. Brüssel. Und dann Brüssel. Guten Vor. Und Sie haben noch nicht eingecheckt vorher? Nein, leider. Das wird ja jetzt nicht mehr funktionieren, oder? Wenn das nicht funktionieren, dass da theoretisch anrufen bei der Kontrolle. Es ist viel zu spät. Ja, wir können nur, also das Check-in ist schon geschlossen für diesen Flug. Hier am Schalter 373. Ich habe hier noch einen Herrn stehen für den Brüsselflug, die OS355, die jetzt in 15 Minuten schon geht. Besteht da die Möglichkeit, ihn noch einzuchecken? Er hat kein Gepäck dabei. Sehr fit. Sie laufen? Okay. Ja. Ja, alles klar. Und dann rennen Sie bitte ganz schnell zu F32, das ist ganz hinten. Ja. F32. Deswegen, Sie haben keine Garantie, dass Sie mitgenommen werden. Der Flug zu ist, ja? Bitte. Ja. Tausend Dank, ja? Ja, viel. Dankeschön. Komme ich da zu Ihnen? Ich bin mega spät dran. Jacke hier rein. Ja. So, Hosentaschen sind leer. Okay. Ja. Wo siehst du es, dass die an ist? Was rot blinkt hinten. So, da. Achtung. F32. Sie waren sehr schnell. Er ist jetzt gerade vor mir. Die Sache ist, ich kann ihn nicht forcen. Also wir sind in der Echo voll. Ich habe ihn jetzt schon mal abgebildet. Wissen Sie was? Ja. Ich schicke Sie jetzt einfach hinein. Bitte. Setzen Sie sich in die Business Class. Ich schreibe Ihnen dann drauf, wohin, ja? Ich liebe euch. Normalerweise funktioniert das nicht. Ja. Fenster oder Gang? Das ist Fenster. Machen wir 3A. Danke, Austria. Ich mache ihn dann auf. Upgrade in die Business Class fürs zu spät kommen. Oh, Austrian Airlines ist einfach geil. Mann. Von Wien geht's jetzt nach Brüssel und von Brüssel mit einem kurzen Zwischenstopp weiter nach Göteborg. Ich hoffe, dass ich den Anschlussflug dann problemlos erwischen.
Göteborg ist verspätet oder nach Göteborg ist verspätet. Ich hoffe, ich erwische dann den Zug noch nach Boras. Ja, wie es aussieht, komme ich ungefähr um 2 in der Nacht erst in Boras an. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu weiteren Verspätungen kommt, weil, naja, irgendwann mal sollte ich auch ankommen. Vor allem, ich mag natürlich nicht anrufen und fragen, ob ich abgeholt werde, weil sonst ist die ganze Überraschung vorbei. So, auf zur allerletzten Etappe. Cheers, mate. So, endlich angekommen, eine Stunde verspätet. Jetzt geht die Jagd nach einem Bus oder einem Zug los. That's Ruben. We just made friendship on the plane. And on Facebook. And on Facebook. Ik zal het in Nederland zijn op Facebook. And he's my 44th follower. Wow! Ruben, give me a high five. Das ist ja krass. Jetzt fahren mich die auch noch nach Göteborg hinein. Und das ist extrem cool. Und von dort finde ich dann einfach einen Bus nach Boros. Hoffentlich noch um die Uhrzeit. Aber eine Sorge weniger. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Bus finden. Ist gar nicht so einfach hier. Das war entweder die beste Idee oder die mieseste Idee des Jahres. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich wirklich ins Hotel reinkomme, weil sonst wird es eine verdammt lange Nacht in der Lobby. Endgültig allerletzte Etappe meiner Reise. Jetzt kann an und für sich nichts mehr schief gehen, außer dass mich die Jana nicht ins Zimmer lässt oder die Rezeptionistin nicht nach oben lässt oder die Rezeptionistin mir nicht sagt, welche Zimmernummer die Jana hat. Quality Hotel. Irgendwo da oben schläft sie schon wahrscheinlich. Und ich muss jetzt aufwecken. Und jeder, der Diana kennt, weiß, das kann noch mal hässlich werden. Nachdem alles so gut gegangen ist, kommt jetzt die absolut entscheidende Schlüsselszene. Man darf gespannt sein. Ladies and Gentlemen, treten Sie näher, machen Sie sich bequem. Jetzt geht's so richtig los. I think 80. I cannot find it in the system. It's see. Let's find the right room. Oh, we found it in the system. Finally. Yeah, super. We need to find the room number first. Okay, super. She doesn't know that I'm coming, so it's a surprise. A Valentine's surprise. Good surprise, man. I should learn from you. Ich glaube, das ist das richtige Zimmer. Die schläft sicher schon. Jana! Jana! Okay. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist wirklich passiert. Good surprise, man. I should learn from you. Okay, die letzte Hürde ist geschafft. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. He's coming. She's coming.